Von der Düsseldorfer Innenstadt bringt die Rheinbahn Wanderer schnurstracks ins Grüne. Heute gen Süden mit der Buslinie 788 bis zum Mühlenplatz. Denn von dort geht's rund. Heute sind wir im Auenland unterwegs. Wir werden zwar keine Hobbits hier treffen, aber wir werden eine ganze Reihe von, ich denke mal, spannenden Naturphänomenen erleben. Wir werden Spechte hören, wir werden Libellen zu sehen bekommen, sofern das Wetter noch ein bisschen mit. Die versprochenen Libellen sind in der Tat schon da und auch das Wetter passt. So haben sich die beiden Wandersfrauen schon früh auf den Weg gemacht. Von der Haltestelle Mühlenplatz der Linie 788 sind sie losgewandert auf eine sehr abwechslungsreiche Rundstrecke. Die Urnbacher Kempe gehört für meinen Geschmack mit zu den schönsten Regionen, die Düsseldorf zum Wandern zu bieten hat. Wir haben hier eine ganz alte Kulturlandschaft am Niederrhein. Wir haben Wiesen mit Kopfweiden, wir haben Streuobstwiesen, wir haben den alten Rheinarm mit seiner fast urwaldartigen Pflanzenwelt. Einfach ein sehr, sehr spannendes Bild von Düsseldorf, was man, glaube ich, auf den ersten Blick so nicht erwarten würde. Losgelassene Natur findet sich rasch dort, wo der fleißige Stadtmensch nicht sofort alles ordnet und begradigt. Und schon wird's wild. So ein bisschen geht meine Fantasie hier an dieser Stelle immer mit mir durch. Manchmal denke ich, jeden Moment Krokodile hier zu sehen im Wasser, ist natürlich Quatsch. Alles völlig harmlos, aber wunderschön. Und wenn man genau hinsieht, stellt man sich eigentlich so Urwald vor. Wir sind hier mitten im Naturschutzgebiet und die Pflanzen dürfen hier einfach wachsen, wie sie wollen. Und Bäume, die sterben, bleiben einfach liegen. Und dementsprechend wächst alles zu und gibt ein völlig neues Bild eigentlich für uns Städter, die wir immer nur die gepflegten Stadtparks kennen normalerweise. Hier, wo wir stehen, ist bis ins 14. Jahrhundert hinein der Rhein geflossen. Das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich in der Urdenbacher Kempe. Dieses Auenland, was wir hier heute haben, ist ja im Prinzip sowas wie ein großes Flutbecken, irgendwie, wo der Rhein bei Hochwasser sich ausbreiten kann und so auch einen großen Schutz für Düsseldorf bietet. Der Rhein hat damals sein Bett geändert, ist im 14. Jahrhundert dann anders geflossen und diese Landschaft hier ist dadurch erst entstanden. Wir sind hier an unserem Pausenpunkt angekommen bei der heutigen Wanderung. Vor allen Dingen kann man sich ja auch entscheiden, wie man weitergehen möchte. Man hat ja zwei Möglichkeiten. Die lange Runde über Baumberg, am Rhein entlang, an der Fähre vorbei. Oder wir gehen die kürzere Strecke am Haus Bürgel vorbei zum Rhein. Das Haus Bürgel ist eigentlich ganz spannend, auch wenn man heute nicht rein kann. Sonntags ist das Museum geöffnet für Besucher. Durch die Woche ist es für Besucher nicht geöffnet, das Haus. Dort befindet sich aber die biologische Station. Und dort gibt es ein ganz spannendes Kursangebot. Lohnt sich eher mal reinzugucken, auch im Internet. Denn die Biologen dort bieten beispielsweise Führungen durch die Urdenbacher Kempe an. Und kurz drauf ist man auch schon am Rhein, wo natürlich nicht nur Wanderer sportlich unterwegs sind. Bevor man dann schließlich wieder in die städtische Umgebung zurückkommt, gibt die Natur sich ein letztes Mal idyllisch. Wilde Obstwiesen, malerische Bäume und Blumen und auch die Tierwelt veranstaltet hier ein Schaulaufen. Aber irgendwann ist's genug gelaufen. Wir haben unsere 12 Kilometer jetzt geschafft. Wer noch nicht genug hat, kann aber auch noch sehr schön weiterwandern. Am Rhein entlang in Richtung Benrath bis zum alten Fischerhaus und von dort durch den Benrather Schlosspark bis zum Schloss. Wer mag, kann da noch ein schönes Stück Torte genießen im Schlosscafé oder nimmt die Bahn nach Hause.